Mit seiner Sendung Shopping Queen ist Guido Maria Kretschmer der Sonnenschein im deutschen TV. Nur privat hört man von ihm selten etwas. Dem Stern hat er nun gemeinsam mit seinem Ehemann, dem Maler Frank Mutters, Einblicke in sein nicht öffentliches Leben erlaubt. Und dabei lüfteten die beiden auch das Geheimnis ihrer 29 Jahre andauernden Beziehung. Einer glücklichen Partnerschaft, bei der der eine ordnungsliebend und der andere chaotisch ist. Weil ich bin ein bisschen pingelig. Ich glaube, eben Farben könnten auch sortiert sein. Aber Frank mag es gerne durcheinander. Ich muss auch alles um mich rumstehen haben. Der malt auch mit Sand, das geht gar nicht gut mit Stoff und mit Produkten manchmal, wo ich denke, was soll, das riecht auch immer intensiv. Wir erleben ein sichtlich entspanntes Künstlertraumpaar. Seit 2012 sind die beiden verheiratet. Kennengelernt haben sie sich aber schon 1985 in einer Hippie-Kneipe in Münster. Liebe auf den ersten Blick, wie sie sagen. Ein gemeinsames Atelier für Kretschmers Mode und Mutters Bilder, das können sie sich dennoch nicht vorstellen. Nee, das würde auch nicht funktionieren, weil wir haben da, glaube ich, ein ganz anderes Empfinden, was Ordnung anbelangt. Also wir hatten mal ursprünglich den Plan gehabt, vielleicht wirklich das Atelier uns zu teilen. Ich bin ganz froh, dass Guido mittlerweile einen besseren Raum gefunden hat, wo er meint, besser arbeiten zu können, was er auch tut. Und ich bin heilfroh, dass ich es für mich alleine habe, mein Reich da. Doch so manchmal kann sich Kretschmer dann doch nicht zurückhalten. Ich gehe zwischendurch einen Räumen auf. Ich sage, Frank, bitte krieg keinen Schock, ich war kurz oben, sage ich dann. Und dann schiebe ich wieder ein bisschen um. Aber du, manchmal hilft es auch. Manchmal hilft es, aber eigentlich bin ich dann immer was mal am Suchen. Also ich muss eine Stunde länger arbeiten als notwendig. Also ich muss aber auch sagen, ich räume auch auf. Ich mache, wenn ich ein Bild male, ich arbeite mich quasi um mich herum alles zu. Wenn ich ein Bild fertig habe, räume ich immer erstmal alles auf. Gehe quasi wieder auf Null zurück und fange dann wieder von vorne an, mich da wieder zuzuarbeiten und alles zuzumüllen, würde Guido sagen. Und wie aufgeräumt muss es sein, wenn Designer Kretschmer beginnt, seine Mode zu entwerfen? Ich bin sehr pingelig. Ich brauche Papier gerade liegen, die Bleistifte in einer Reihe. Ich brauche meine Töpfe, wo die Farben drin stehen und ich mag gute Atmosphäre. Es muss alles ganz ordentlich sein. Am besten noch die Hunde rechts und links, dann bin ich begeistert, achsensymmetrisch, die Blumen frisch und so. Und dann denke ich, jetzt kann es losgehen. Und Frank kann einfach anfangen, was ja auch schön ist. Den jeweils anderen verändern wollten die beiden nie. Das sei auch das Rezept ihrer Beziehung. Niemals dürfe man sich in jemanden verlieben und glauben, man könne ihn im Nachhinein für sich ändern. Stattdessen haben sie stets von ihrer gemeinsamen Zukunft geträumt, sagen sie. Und mit den Zukunftsträumen haben sie bis heute nicht aufgehört. Ich möchte, dass er so macht wie ein bisschen Magritte. Ich finde es schön, wenn er so eine kleine Krawatte anhätte, morgens den Kittel anzieht und dann sagt, der Schatz, ich gehe malen. Und dann komme ich hoch und sage, da möchtest du noch einen Tee und alles ist ganz, aber er möchte sein wie Francis Bacon. Also den Tee würde ich auch nehmen, aber ich bin dann eher wie Francis Bacon, glaube ich. Der hat fast knietief in den Farben. Wir waren bei der Tate Gallery, das weißt du das noch? Ja, genau. Da stehen wir da, da steht er vor, da war eine Francis Bacon Ausstellung und dann steht er auf einmal ein Privatfoto von ihm von seinem Atelier, Meter hoch die Farbe, das war für mich der Albtraum. Da sagt er, Guido, guck mal, so wär's. Ich habe gesagt, Frank, das wird nie bei uns passieren. Nein, okay, so schlimm ist es bei mir Gott sei Dank nicht. Ne? Aber unser Atelier auf Mallorca, das ging schon so ein bisschen in die Richtung. Es war noch nicht so hoch, es war vielleicht erst so hoch. Zumindest der Platz, wo ich malte, aber da hat sich dann auch schon einiges gesammelt. Aber ich räume das auf. Das Dauerthema Ordnung zwischen den beiden. Ihrer Beziehung hat das jedenfalls nicht geschadet. Im Gegenteil. Zum Stern hat Kretschmer übrigens auch eine ganz besondere Beziehung, wie er uns verrät. Ja, also ich war immer Stern, war unser Magazin. Ich meine, das war das Einzige, was kann. Das war für mich Vogue, Elle, alles zusammen, Interior-Zeitung, alles. Und da habe ich immer mal einen Mantel genäht, einen braunen Mantel mit einem blauen Futter. Mein Vater fand das Horror. Der hat gesagt, Guido, das wirst du niemals im Leben, das kauft kein Mensch. Deine Mutter wird es auch nicht tragen. Das passt nicht zusammen, die Farben. Da dachte ich, Mensch, scheiße, ich werde doch kein Designer. Und irgendwann kommt eine Modestrecke mit Wolfgang Job, werde ich nie vergessen. So ein seidenbrauner Mantel mit stahlblauem Futter. Und ich bin hin zu meinem Vater und sage, guck mal hier, Wolfgang Job auch. Da sind wir aber froh, dass auch wir einen klitzekleinen Teil dazu beigetragen haben, dass Guido Maria Kretschmer seinen Weg in die Modewelt geschafft hat.